Hallo und schön, dass du da bist. In diesem Video erkläre ich dir anhand meiner drei Beispiele hier, wie man Brüche in Prozente umwandelt. Prozente sind ja nichts anderes als Brüche mit dem Nenner 100, denn übersetzt heißt Prozent pro 100. Bei meinem ersten Beispiel, der Aufgabe A, fällt das Umwandeln damit leicht, denn ich habe hier 17 Hundertstel. Das sind 17 von 100, also 17 pro 100, also 17 Prozent. Bei meiner zweiten Aufgabe, der Aufgabe B, ist das schon etwas schwieriger, denn hier habe ich nicht Hundertstel im Nenner, sondern Fünftel. In so einem Fall musst du den Bruch erst einmal auf ein Hundertstel erweitern, um ihn in Prozent angeben zu können. Du überlegst dir hier also, wie oft passt die 5 in die 100 hinein, das geht 20 Mal, und nimmst dann Zähler und Nenner mal 20. 3 mal 20 gibt 60 und 5 mal 20 gibt 100, also ist 3 Fünftel gleich 60 Einhundertstel. Und damit also 60 Prozent. In meinem dritten und letzten Beispiel habe ich dann noch einmal eine andere Ausgangssituation. Hier ist mit 3 Hundertsteln der Nenner größer als 100. Da aber 300 ein Vielfaches von 100 ist, reicht es hier, auf Hundertstel zu kürzen. Da die 100 dreimal in die 300 passt, kürzt du die 27 Dreihundertstel mit 3. So kommst du auf 9 Hundertstel und das wiederum sind dann 9%. Und damit sind alle drei Beispielaufgaben gelöst. Ich hoffe, mein Video hat dir weitergeholfen und wünsche dir noch viel Erfolg beim Umwandeln von Brüchen in Prozente. Bis bald!